Also, ihr habt mitbekommen, wir hatten ja den Hackathon vor 5 Jahren, also MOOCathon insgesamt, und es ging um Corporate Learning 2025. Und am Ende hat sich ein 30-köpfiges Community-Team in Frankfurt getroffen und hat alles, was wir in diesem MOOC zusammengefasst haben, in den 10 Wochen davor erlebt haben, zusammengefasst in einem Wikibook. In 6 Stunden. Nee, ich glaube, 2 Tage waren wir 2 dran. 2 Tage, ja. War 2 Tage. Ja, waren 2 Tage. 48 Stunden. Ja, so ungefähr. Und dieses Wikibook hat einerseits zusammengefasst, was in den einzelnen Wochen so an Erkenntnissen kam. Wir hatten ja verschiedene Unternehmen, die gezeigt haben, wie sie Lernen gestalten und wie sie sich das in Zukunft vorstellen. Und all diese Ergebnisse sind dann nochmal zusammengefasst worden in einer Vision. Also, wie sollte Corporate Learning 2025 aussehen? Da sind 4 große Visionspunkte entstanden, die wir damals definiert haben. Ich habe es jetzt, ja, genau, der Ja, Simon hat. ich habe es offen, genau. Vielleicht noch als Hinweis für die Vorortteilnehmer: gut wäre, wenn ihr ein Endgerät da habt, wenn ihr euch auch mit einwählt in die Session, weil ich mache quasi den Screenshare hier drauf und den sieht man nicht hier oben, weil man da nur die Teilnehmer sieht. Na, also, wenn ihr sehen wollt, was geteilt wird, mit Endgerät einwählen. Hamburg ist gleich hier. Genau, und wenn einer nichts dabei hat, teilt es euch einfach ein bisschen. Ne? Genau. Ja, Also, ich habe also. es mal, ich poste es gerade auch nochmal in Chat. Die dabei waren, Karl-Heinz hat es ja schon gesagt, wir haben ja so ein. Den MOOC gemacht, der war 8 Wochen, auch mit 8 Firmen wieder, die Fallbeispiele gezeigt haben. Und wir haben dann thematisch sozusagen zusammengefasst, was so die Visionen waren. Ne? Und man sieht jetzt hier, waren quasi die Praxisbeispiele, die sind alle nochmal dokumentiert worden. Ne? Ich klicke mal in eins rein. Ja, da saßen dann Teams im Hackathon und haben quasi aus dem, was gezeigt worden ist, zusammengefasst, was Bosch dann zum Beispiel hier gezeigt hat. Und dann haben wir versucht, daraus so eine Art Fazit zu machen. Ne? Status quo 2017, wo stehen wir? Geschichte, wo kommen wir her? Vision, da springe ich gleich drauf. Also, wo wollen wir 2025 stehen? Und die Roadmap, wie kommen wir von 2017 zu 2025? Ne? Und worauf Karl-Heinz jetzt angespielt hat, waren diese 4 Handlungsfelder. Ne? Auf der einen Seite die Rolle von L&D. Abteilungen, ne, so von der Abteilung, vom Silo hin zu einem interdisziplinären Lernnetzwerk. Die Lernenden selber, vom zentral gesteuerten Lernen hin zum selbstorganisierten und kollaborativen Lernen. Die Lernumgebungen, ne, so das vernetzte Arbeiten im physischen und virtuellen Raum. Auch da steckt er im Begriff dann schon drin. Arbeiten und Lernen trennen wir gar nicht mehr so. Harold Yaci und Co. Und Leadership und Lernkultur von Wissen ist Macht als Paradigma hin zu Wissen teilen ist Macht. Genau. Soll ich direkt zu dem Concept Board springen, wo wir dann weiter überlegt haben, oder wolltest du noch was erzählen dazu? Nee, kannst direkt weiterspringen. So, und diese Vision hat uns bisher eigentlich immer geleitet. Ihr habt festgestellt, dass wir so Jahresthemen bei der Corporate Learning Community immer hatten. Und es sind im Grunde genommen immer abgeleitete Themen aus der Vision gewesen, ne? Wie dieses Jahr auch, selbstorganisiert lernen haben wir dieses Jahr ja wieder drin. Und jetzt ist aber so eine Vision ja immer nur in dem jeweiligen Zeitraum irgendwie günstig. Und in der Zwischenzeit haben wir gemerkt, rundherum verändert sich Arbeiten ganz viel, verändert sich Lernen ganz viel. Und jetzt wird es an der Zeit, dass wir nach 5 Jahren einfach mal drüber nachdenken, wie müsste denn eigentlich unsere nächste Stufe aussehen, ne? Obwohl wir noch gar nicht alles erreicht haben von dem, was wir hier als an Visionen definiert haben. Aber ich habe den Eindruck, wir haben viele Punkte zumindest auf den Weg gebracht. Also es gibt viele Unternehmen, wo wir jetzt hören, dass dieses selbstgesteuerte Lernen weiter vorangeht, dass diese Trennung zwischen Arbeiten und Lernen immer mehr hinterfragt wird. Das ist noch nicht ganz weg, aber ich glaube, da ist jetzt so ein Anstoß gegeben, der auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Also da entwickelt sich was weiter, wo ich denke, damit waren wir wahrscheinlich erfolgreich jetzt mit der Community-Arbeit. Ne? So, unsere Idee ist ja, dass alles, was wir in der Community machen, Anstöße sind, die sich dann in Unternehmen umsetzen und weiterentwickeln. Ne? So, und wir müssen jetzt nicht bis zum Ende das immer treiben, sondern wenn der Anstoß so ist, dass wir den Eindruck haben, jetzt läuft's, dann können wir jetzt den nächsten Schritt machen.
So, und das war jetzt die Überlegung im Kernteam. Da haben sich drei Leute zusammengesetzt, nämlich der Jochen Robes, der Simon Dückert und ich. Wir haben uns einfach mal verabredet, lass uns doch mal drüber nachdenken, wie müsste die nächste Vision aussehen. Simon, und vielleicht gehst du gleich auf unser... Ja, ich nehme euch mal den Moderationsmodus mit, weil ich glaube, das ist ganz gut, auch mal ein bisschen die Genese-Geschichte zu sehen, damit ihr wisst, wie das so zustande gekommen ist. Also wir haben hier oben, weiß nicht, ihr müsstet, wenn ihr drauf seid, mir folgen, naja. Ja. Genau, also wir haben erstmal oben so ein bisschen gesammelt, was gibt es denn so an Modellen, die wir oft verwenden, wo Elemente drin sind, die uns gut gefallen, was so entstanden ist seit 2017, das ist ja durchaus viel passiert. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben mal zusammengetragen, wie könnte das denn passen in eine neue Vision von uns, ne? Ihr seht jetzt hier verschiedene Varianten. Also zum Beispiel, was ja immer wieder auftaucht, ist so dieses Konzept der lernenden Organisation. Da waren wir uns recht schnell einig, dass wir das so als Rahmen, als Vision gern außenrum hätten. Na, dann seht ihr hier, gab es so eine Variante, da sind im Prinzip die vier Handlungsfelder, also diese vier gelben Balken sind eigentlich die Handlungsfelder aus der alten Vision. Da gab es ja schon mal eine Runde vor 1,5, 2 Jahren, glaube ich, wo wir so ein bisschen hinterfragt haben, sind die noch aktuell, müssen wir die anpassen, wo im Kern eigentlich so grob Konsens war, die passen schon noch, also die könnte man beibehalten. Ne, wo wir hier dann versucht haben, das sieht man hier an den Pfeilen, ne, was bewegt sich denn in denen? Ne? Also zum Beispiel die Lernenden 2025 von viel Kurse, Seminare zu mehr Barcamps, Peer-Learning, also wo man so Wagenmetaphern oder so Schieberegler-Metaphern oder so verwenden könnte. Ne, man sieht dann da auch, da war so die erste Idee, dieses Innen-Außen scheint eine immer größere Rolle zu spielen. Also viele sagen, dass vielleicht LinkedIn, Twitter für sie ein wichtigeres Lernnetzwerk ist als interne soziale Medien. Das war so ein Schritt. Da hatte dann Karl-Heinz hier die Variante gemacht, wo wir gesagt haben, wir spannen die Handlungsfelder mal über die Unternehmensgrenze hinaus. So in die Umgebung, kann man sagen. Und dann war noch ein wichtiger Schritt, das seht ihr dann hier, die hier drüber rauszuziehen. Und eigentlich die Feststellung, dass wir im Corporate Learning viel zu sehr uns gedanklich mit uns selbst beschäftigen und die eigentliche Wertschöpfungskette des Unternehmens gar nicht mitdenken. Also hier sieht es ja so aus, als wäre der Zweck des Unternehmens Lernen, aber der Zweck des Unternehmens ist ja eigentlich sozusagen gemeinsam mit Kunden zum Beispiel oder irgendeiner Zielgruppe bestimmte Ziele zu verfolgen, zusammenzuarbeiten, zu arbeiten und zu lernen, um gewisse Ergebnisse zu erzielen. Und eigentlich sind ja diese ganzen Themen, die man im Lernen macht, nur Unterstützer dafür, damit das eigentliche Ziel oder der eigentliche Zweck der Organisation erfüllt wird. Und so lange Rede, kurzer Sinn, sind wir da jetzt quasi mal bei so einem Draftstand gelandet, wo man hier auf der einen Seite oben nochmal, weil ja auch lernende Organisation so ein recht schwammiger Begriff ist, versucht haben, eine Definition mal zu formulieren. Ich mache hier mal gerade im Screenshare, Moment. Mach mal gerade die Mauszeiger aus. Die fahren nämlich immer alle über den Text. Na, da haben wir gesagt, Lernerfolg dezentral selbstgesteuert von, da müssen wir noch gendern, Mitarbeiterinnen und Führungskräften ausgehend innerhalb und außerhalb der Organisation. Na, dann eben, wie gesagt, hier diese Wertschöpfungskette, so der Value Stream der Organisation, auch bewusst so gehalten, dass es nicht nur Unternehmen sind, also steht nicht Kunden, sondern eher Zielgruppen, damit es für einen Amt, eine Hochschule, eine Behörde auch passt, ein Verein, eine Partei. Hier links Trends und Anforderungen, da haben wir es immer in einem anderen Gespräch mit der Uni St. Gallen, wo wir vielleicht so eine Art Trendmonitor oder Studie machen wollen und sagt, das ist unser Framework, was sind denn da vielleicht neue Trends, die sich ergeben oder wo stehen Firmen in Bezug? Und dann haben wir hier das so ein bisschen verkürzt und haben jetzt noch die Idee, das sieht man noch nicht ausformuliert, weil wir gesagt haben, jetzt ist Zeit, das erstmal zu spiegeln, dass man vielleicht dieses Innen und Außen überall versuchen könnte, durch so Beispiele zu visualisieren. Also was bedeutet Leadership und Lernkultur im Außenraum, im Innenraum? Was bedeutet selbstgesteuertes Lernen im Außenraum, im Innenraum? Das könnte man dann weiter detaillieren. Aber ich denke, da war jetzt die Idee sozusagen erstmal, das in so einen bisschen größeren Raum zu tragen, wo viele Leute eben aus der Community auch sind. Also einen richtig fixen Zeitplan, glaube ich, Karl-Heinz, haben wir nicht. Ich hatte mal gesagt, irgendwie 2024 müssen wir nicht mehr mit einer Vision 2025 rumlaufen. Also spätestens im Lauf des nächsten Jahres sollte man da was haben, was man halt auch veröffentlichen kann. Und da wäre jetzt vielleicht so
dieses Camp als Startpunkt, das nächste, vielleicht das Frühjahrscamp, ne, so als Ziel dann da eine Version zu haben und das veröffentlichen zu können. Weiß nicht, habe ich was vergessen, Karl-Heinz, so aus dem Prozess? Ja, wir sollten nochmal das Thema lernende Organisation ansprechen, denn ich glaube, das war so die nächste Überlegung. Also wenn wir das mal in wenige Worte fassen wollen, wo wir eigentlich hinwollen, dann wollen wir in Zukunft die lernende Organisation unterstützen. Und das ist deshalb ein Unterschied, weil bisher unterstützen wir eigentlich all diejenigen, die helfen, dass Menschen sich in Organisationen entwickeln. Also PE und so ist eine individuelle Unterstützung eigentlich für die Mitarbeiter. Wenn wir die ganze Organisation im Blick haben, dann müssen die Anstöße, die wir geben, ganz anders aussehen. Und dann müssen wir auch andere Leute ansprechen. Also wenn man sich jetzt schon Organisationen anguckt, dann stellt man fest, dass aus ganz anderen Funktionen Lernen gesteuert wird. Also IT ist zum Beispiel einer der ganz großen Lernanstoßer, wenn man so will, ne? Und so geht es, wenn man genau hinguckt, mit vielen Abteilungen, die natürlich wissen, auch wir müssen uns weiterentwickeln und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Partner sich auch weiterentwickeln und dementsprechend machen sie entweder Trainings oder ganz andere Formen, wo die Leute zusammenholen, damit die sich austauschen und so weiter. Ne? Und wenn ihr es mal am Beispiel sehen wollt, ein schönes Beispiel ist die DATEV. Die ist in der Zwischenzeit eine wirklich, kann man sagen, lernende Organisation geworden. Und sie stellen das auch überall dar. Und sie haben auch all das, was wir hier uns gerade überlegt haben, schon realisiert. So im Sinne von, wenn wir uns entwickeln wollen, dann nicht bloß aus dem Wissen von uns selber, sondern immer über die Grenzen hinaus. Also die machen große interne Veranstaltungen, die wirklich für die Mitarbeiter gedacht sind und die sagen, 30% sollen außerhalb des Unternehmens dazu kommen, damit wir nicht im eigenen Saft schwören. Ja, also das sind, und wenn man sich anguckt, die vielen Initiativen, zum Beispiel bei der DATEV, da kommen eigentlich nur wenige aus dem L&D-Bereich. Die anderen Initiativen sind von ganz anderen Abteilungen ausgegangen. So, und das ist ja eigentlich die Königsdisziplin, dass so eine ganze Organisation sagt, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen eine lernende Organisation sein. So, und das impliziert eine ganze Menge. Eine lernende Organisation ist ganz bestimmt keine stark hierarchische Organisation, sondern das kann von jedem ausgehen, der Wissen hat, der Erfahrung macht und so weiter. Ne? Und insofern ist es so eins unserer. Ja, Simon. Habe ich es richtig dargestellt oder würdest du es noch anders? Absolut. Also Charlotte will jetzt gleich was dazu sagen. Ich hatte überlegt, ich habe gerade im Chat einen Post geteilt, dass man auch Post-its und Kommentare packen kann auf das Whiteboard. Ob wir uns so ein paar Minuten nehmen, dass sich jeder überlegt, was so die eigenen Gedanken dazu sind. Feedback, Ideen, Kritik, alles aufs Whiteboard packen. Wer nicht auf dem Whiteboard ist, ruft mir das zu. Ich pack's mit drauf und dann machen wir eine Runde, wo wir das zusammentragen, oder? Dass wir nicht in so eine ganz wirbelige Diskussion gehen, sondern das so ein bisschen strukturieren und vielleicht auch gleich die Sachen clustern, die zusammengehören. Wäre das eine Vorgehensweise? Ja. Bei uns ist ein QR-Code teilen vom Konzeptboard. Ja, den QR-Code kann ich auch teilen. Ich habe jetzt auch gerade in den Chat QR-Code. So, da ist der QR-Code. Ich habe in den Chat auch den Link geteilt. Vorhin war nur ein Kommentar-Link. Mit dem neuen Link könnt ihr auch Post-its draufpacken. Dann würd ich auf dem Concept-Board mal einen 5-Minuten-Timer stellen. Genau, tragen wir dann mit zusammen. Alles in einer Runde. Oder? Machen wir das in einer Runde, genau. Und dafür? Oder bitte? Wohin ins Konzeptboard? Ja, packt einfach Post-it so in die Nähe an dem Modell unten, also in dem, was ich gerade vorgestellt habe, in die Nähe, wo es thematisch hinpasst. Und wenn ihr feststellt, jemand anders hat was geschrieben, was thematisch so ähnlich ist, packt es einfach mit dazu, dass wir es gleich so ein bisschen gruppiert haben. Passt? Also ich mache mal so einen 5-Minuten-Timer. Timer seht ihr unten.
rechts und wenn es Bing macht, ist der Timer abgelaufen. Ich sehe auch schon, da kommen die ersten Post-its, also das scheint zu klappen. Das ist nicht so eine gute App. Ah, wartet, da verschiebt jemand. Ich glaube, ich muss doch einen Rechner nehmen. Deswegen hatte ich vorhin. Moment, ich sperre die anderen Sachen. Die waren. Da hat jemand. Moment. Macht mal gerade Stopp. Irgendjemand hat oben den gelben Kasten gelöscht. Kann der den. Es ist aber nur der. So, haltet mal kurz an. Ich mache mal hier einmal gerade alles auf Pin. Pin. Das hätte immer schwierig, ja. So, jetzt können wir nichts mehr kaputt machen. Ah, probieren. Ja, könnt ihr ruhig probieren. Das ist der gelbe Kasten doppelt, aber das kriegen wir hin. So, jetzt ist er einzeln ein bisschen Chaps. Aber das ist egal, das ist ja nur ein Prototyp. So, die letzten 10 Sekunden laufen gleich. Wollen wir mal schauen, damit wir das von der Reihenfolge ein bisschen hinkriegen. Also Charlotte hat natürlich Vorgriffsrecht, die wollte vorhin schon was sagen. Ich hätte gesagt, wer von online was sagen will, hebt einfach die Hand in Teams. Wer in Räumen was sagen will, hebt die Hand auch, wenn ihr drin seid, oder hebt die Hand dann physisch und dann macht es Karl-Heinz in Hamburg und ich würde es hier in Waldorf versuchen zu moderieren. Charlotte. Der Post ist in grau, links unten in der Ecke. Ja. Also ich habe... Irgendjemand anders hat den Post geschrieben. Ich versuche es nochmal. Karl-Heinz hatte eben anfangs gesagt, wir haben bisher das Ziel, Individuen im Unternehmen zu helfen, das Unternehmen weiterzubringen. Wir wollen in Zukunft das Unternehmen als lernende Organisation ansprechen. Das ist ein schönes Ziel, aber es gibt keine Unternehmen, es gibt nur Personen, die ein Unternehmen bilden. Das heißt, wir müssen... über zwei Dinge reden. Was ist die erweiterte Zielgruppe und was ist der erweiterte Anspruch, mit dem wir diese Zielgruppe ansprechen? Wenn es nicht mehr darum geht, dem Einzelnen individuell weiterzuhelfen, sondern ihn als Teil einer lernenden Organisation zu betrachten und dann der lernenden Organisation weiterzuhelfen, dann haben wir einen völlig erweiterten und sehr hohen Anspruch. Und mit dem können wir nur arbeiten, wenn wir den in einzelne Schritte zerlegen und die dann definieren, ja. Was ich im Moment noch nicht kann. D'accord. Raum Hamburg, ich glaube, eins eurer Mikros zeigt auf die Lautsprecher. Ihr gebt immer mal so kurze Rückkopplung, wenn hier gesprochen wird. Machen wir erstmal online. Der Felix hat die Hand gehoben. Ja, gerne. Also total spannende Diskussion hier und vielen Dank für diese Möglichkeit, da teilzunehmen. Also ich denke, wenn wir in Richtung lernende Organisation gehen und den Fokus darauf legen, dann fände ich es auch wichtig, auch mal diese Veränderung auch aufzuzeigen und klarzumachen. Ich meine, der Karl-Heinz hat es ja angesprochen, dass bei Mein Ziel 22 war ja die Teilnahme sehr überschaubar. Das heißt, unsere Sichtbarkeit in den Unternehmen, in den Organisationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz ist ja auch gewissermaßen überschaubar. Das heißt, diese Rollenmodelle sichtbar zu machen und da auch ein Storybook mit Inspiration von diesen Veränderungen, die schon stattgefunden haben. Weil das, was für uns vielleicht selbstverständlich ist, ist für viele Unternehmen neu. Mhm. Dann stellt sich auch die große Frage, wenn wir mit dem Business arbeiten als Hauptansprechpartner, dann stellt das Business sofort die Frage nach der Messbarkeit. Also was für Antworten haben wir dazu? Und wenn wir in Richtung lernende Organisation gehen wollen, hast du ja schon gesagt, wir brauchen auch neue Partner. Ja? Also da sehe ich zum Beispiel New Work Movement als einen Partner, der ja auch genau in die gleiche Zielrichtung geht und der natürlich auch die Anforderung stellt, dass Änderungen auf Organisationsebene passieren halt nur, wenn auch die Veränderungen beim einzelnen Mitarbeiter oder Beitragenden passieren. Also das Thema Inner Work, ja, New Work needs Inner Work. Mhm. Ja, das waren so meine Punkte. Hast du die auf Post-its geschrieben? Genau, das sind die grünen Post-its unterhalb. Unterhalb, sehr gut. Ja. Alles klar, dann Hamburg.
Wer mag da was? Ich mag was sagen. Ist der Frank. Ich habe einmal geschrieben, okay, meine Vision ist, dass Arbeiten und Lernen eins ist, also gar nicht mehr getrennt. Und dann eine andere Idee dazu. Wo sieht deine, dass, dazu mich da gerade drauf? Das ist überlernende Organisation, habe ich, glaube ich, geschrieben, auch Frank Gehrig. Ja. Und ich würde gerne ein Stage-Modell haben. Wenn Firmen dazukommen, kommen die vielleicht von, wir haben einzelne Trainings gemacht, wir haben gar nicht trainiert, wir sind schon da und da, und dass die selber erkennen können, wo stehen die denn und wo könnten die noch hin, damit die sich orientieren können. Und Firmen sind nicht alle gleich. Ja, jeder Jack ist anders, jedes Individuum ist anders, und dass die sich aber verorten können, okay, was könnte man noch machen und damit ihren Horizont erweitern. Damit wäre ich fertig. Ein Stage-Modell ist wie so ein Reifegrad-Modell, oder so? Was ist der nächste Entwicklung? Also für mich wäre am Ende, Arbeiten lernen ist eins, also es wird nicht mehr unterschieden. Du gehst jetzt zum Training, da hast du dir einen schönen Nachmittag gemacht, hast du Kaffee getrunken, Kekse gegessen. Nee, das ist wertschätzend, werterhöhend, ist eine wertvolle Arbeit innerhalb der Arbeit und wird auch als solches wahrgenommen. Und andere sagen, gehst zum Training und hast hier Lens gemacht. Und das wäre Anfang des Stage-Modells, und die Weiterentwicklung wäre einfach, wo stehen wir und was wäre möglich. Wer möchte? Genau. Schau in die Runde. Waldorf, online. Der Simon. Ich schreibe gerade noch einen Post über die lernende Organisation mit rein, angeregt jetzt von Frank, danke dir. Zu welchem Zweck? Also es gibt ja immer Unternehmensvisionen, Personalstrategievisionen, die unterschiedlicher Art sind, je nach Konzern und KMU. Das heißt, wohin will sich das Unternehmen bewegen? Und dann ist die Frage, was kann die lernende Organisation zu diesem Ziel auf diesem Weg hin beitragen? Das heißt, braucht es eine eigene Personalvision oder eine PEOE-Vision, um die lernende Organisation mit zu unterstützen? Das heißt, wie ist die Einbettung in das Gesamtgefüge? Stichwort, wenn ich jetzt, kommen wir viel aus dem Office-Kontext, Microsoft zu sagen, wir wollen jetzt Digital Workplace anregen, das heißt, gehen die Mitarbeiter mit, möchte man Arbeitsplätze verknappen und so eine Art Desk-Sharing machen, das heißt, wie sieht die Unternehmensvision generell aus, daran sollte sich die lernende Organisation mit den einzelnen Zielen der Individuen natürlich auch gesamt ausrichten, das ist so meine Verbundenheit, wo ich denke, da könnte was von der lernenden Organisation mit berücksichtigt werden, wo dockt man sozusagen an. Wir haben versucht, es gäbe den Anknüpfungspunkt, ich zoome hier gerade mal rein. Diese Strategie und Ziele hier haben wir bewusst in grün gehalten, weil das ist Strategie und Ziele der Organisation. Ist das aber auch die Vision gedacht oder geht es darum? Die könnte man da ergänzen, ja. Die steht da noch nicht, aber die könnte man ergänzen. Und vor allem geht es darum, dass das eine Anlehnung ist oder darf die lernende Organisation auch Treiber dazu sein? Also adaptiert man Visionen von der Unternehmensvision oder geht aus der lernenden Organisation adaptiver Ansatz heraus? Okay. Aber sollte das nicht Hand in Hand gehen? Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt trennen kann zwischen Unternehmen oder allgemeinen Visionen und Zielen des Unternehmens. Das ist ja, also die lernende Organisation stülpt sich ja sozusagen darüber. Also es ist ja eher eine Haltung. Wie gehe ich mit Veränderungen oder Lernen um, anstelle, dass ich die Ziele der Organisation ändere. Also zumindest aus meiner Perspektive müssen sich die grundsätzlichen Ziele einer Organisation nicht ändern, nur weil ich mich entscheide, eine lernende Organisation zu sein. Nur die Umsetzung ist eine andere und die Haltung der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ja, es ist ein so diese ganz alte lernende Organisation Literatur, so Donald Schön und was ist das, Chris Agiris, ne, dieses Double Loop Learning. Das ist ja eigentlich der Ansatz zu sagen, der erste Loop, in dem ich lerne, ist auf dem Prozess, ne, zu sagen, ich verbessere den. Und der zweite Loop ist, ich lerne über die Ziele, die ich hatte, ob das eigentlich die richtigen waren. Und wenn ich den Double Loop ernst nehme, dann verändert das Lernen auch die Strategie der Organisation. Und das ist so eine Art Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz, der sich gegenseitig ergänzt und befruchtet, weil viel aus der operativen Ebene kommt. Stichwort Elfenbeinturm, was wird vorgegeben, wo wollen wir uns hinentwickeln?
und dieser Bottom-up-Ansatz genau aus der Fläche heraus entstehen kann, was die lernende Organisation ja ganzheitliches Denken macht. Und diese Ganzheitlichkeit ist eben durch Top-Down-Bottom-up gegeben, mit der Verknüpfung, dass die Vision dadurch ergänzt wird. Wenn du das so erklärst, kann ich dem Beispiel, ich hatte das nur eben als getrennt empfunden und dagegen wollte ich einfach. Ah, okay, ja. Ja. Okay, Hamburg online. Wie sieht's aus? Ich hab noch was zu dem Stage-Modell. Wir hatten eben gesagt, ja, was bringt mir das, fragen die Leader. Und dass wir gegebenenfalls dann zu was sagen zur Wirksamkeit. Also wenn ich ein selbstbestimmtes Lernen habe, dann bin ich selbstwirksam, dann bin ich motivierter. Das bringt eine ganze Menge. Wenn das integriert ist in der Arbeit, ist das ein Wettbewerbsvorteil zu Firmen, die da noch nicht sind. Und wenn wir diese Wirksamkeit mit aufnehmen, dann ist das ein Treiber für diese Entwicklung. Ja, ergänzt? Ich würde gerne nochmal auf Charlotte zurückkommen, die ja vorhin gesagt haben, Organisationen bestehen aus Menschen und wenn wir was verändern wollen, müssen wir die Menschen angehen. Ja, vollkommen richtig, Charlotte, sehe ich auch so. Die Frage ist nur, ob wir die Menschen entwickeln wollen aus einer zentralen Position heraus oder ob wir die Menschen praktisch in ihrem Arbeitsumfeld mit ihrer Arbeit entwickeln. Und diese neue Rolle lernende Organisation ist eher eine Rolle, wo wir praktisch so der Anwalt des Lernens des organisationalen Lernens sind. Also Anwalt heißt, wir müssen dafür sorgen, dass überhaupt Lernen erlaubt ist, dass Lernen Zeit bekommt, dass Lernen sichtbar wird, so irgendwie, dass da was passiert. Und das heißt, wir müssen auch anregen, dass Menschen sich austauschen können. Also unsere alten Geschäftsmodelle, die wir bisher bei L&D hatten, die da immer hießen, wir haben so und so viele Teilnehmerstunden, die wir abrechnen können, die zählen da so überhaupt nicht mehr, ne? Sondern wir müssen sind jetzt diejenigen, die dafür sorgen, dass in der Organisation ein reger Austausch stattfindet, der das Unternehmen weiterentwickelt. Und wir können jetzt nicht die Inhalte bringen, sondern wir können nur den Rahmen dafür definieren und setzen. Das ist, glaube ich, das andere. Aber es geht natürlich um die Menschen, nur in einer anderen Art und Weise. Charlotte nickt zustimmend. Gut. Die Martina hat die Hand oben. Ja. Achso, wer ist zuerst dran? Mir ist egal. Martina, sonst hat niemand die Hand oben gerade. Achso, ich habe die drei Post-its, die Orangen rechts, dann schiebt man ein bisschen weiter. Ich dachte aber gerade, was Karl-Heinz noch mal sagte. Also ich komme ja aus dem Corporate-Umfeld und ich kann nur sagen, ROI, ROI, ROI. Wenn du den Return on Investment nicht sagen kannst, dann kriegst du mal gar nichts. Also noch nicht mal irgendwie ein bisschen Zeit und Verständnis. Nee, ein bisschen weiter nach rechts. Ich ergänze es hier nur bei Wirksamkeit. Achso, alles klar, verlieren. Danke. Dann gehe ich nach rechts. Entschuldigung. Genau, also zum einen gesteuerte Freiheit zuerst. Haufer hatte zuletzt mal ein sehr gutes Webinar, dass wenn man diese Freiheit gibt, dass es sehr schwer ist für Menschen, die umzusetzen, die jahrelang im Prinzip eine Ansage bekommen haben, wann und wie sie zu lernen haben. Also wir entwickeln ja eine Vision, das finde ich auch super. Ich denke, wir brauchen aber Schritte dahin. Und das haben die gesteuerte Freiheit genannt. Das fand ich sehr gut. Dieses, wie bringe ich Menschen überhaupt wieder in den Zustand, selber darüber entscheiden zu können, was sie lernen können und müssen, welche Skills sie brauchen etc. Also das fand ich sehr wichtig, dass wir das mit drin haben. Dann gerade im Corporate in der Realität eigentlich immer weniger Zeit. Der Arbeitstag ist völlig defragmentiert. Und da überhaupt ein paar Minuten zu bekommen, ist extrem schwer für einen Mitarbeiter. Und man braucht ja auch eigentlich diese Loops und man braucht ja auch Zeit zum Reflektieren. Das ist nirgendwo mehr irgendwo inbegriffen. Und der letzte war, also da kämpfen wir für, aber es ist auch keine Akzeptanz einfach dafür da, sage ich euch ganz ehrlich. Und was ich auch gerade sehr wichtig finde, ist einfach, was hat sich durch die Pandemie geändert? Also es ist eine größere Akzeptanz eigentlich für E-Learning da. Auf der anderen Seite sehen wir, viele Formate sind völlig missbraucht worden für E-Learning und deshalb gibt es eine große Screenmüdigkeit. Die ganzen Compliance-Trainings, die Leute einfach wahnsinnig machen, die keinen Bock mehr haben, vor dem Screen zu lernen. Und wenn wir jetzt Präsenzformate haben, dann haben die ganz andere Anforderungen, weil die Menschen jetzt ganz anders aufeinandertreffen. Also da hat sich sehr viel getan. Ich finde, das müssen wir berücksichtigen. Okay, super. Habe ich noch ergänzt als Post-it? Ich würde gerne noch zu Karl-Heinz ergänzen. Für mich ändern sich einfach die Rollen fundamental. Wir müssen wegkommen von diesem Bild, dass eine zentrale Personalentwicklung Menschen entwickeln kann.
Das ist bewiesen, dass das nicht geht. Und die Rolle ändert sich dahin, dass sie Personalentwicklung, die dann sicher anders heißen muss, diese Entwicklung ermöglicht. Alles dafür tut, dass die Räume geschaffen werden, dass die Prozesse begleitet werden, dass die Mitarbeiter unterstützt werden. Aber es geht um die Ermöglichung des Lernens und es geht nicht um die Entwicklung von Mitarbeitern. Sehr gut, habe ich ja, auch also eine Sache zu den Kosten und was die Weiterbildung oder überhaupt Lernen betrifft. Weiterbildung ist vielleicht noch, dann sind wir schon wieder so im Gesteuerten. Ich komme aus einer Organisation, wo Lernen überhaupt kein Thema ist, ursprünglich. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass das richtig Geld kostet. Das kostet Geld, wenn die Mitarbeiter nicht lernen. Und das, also ich komme jetzt aus dem Mittelstand, da kann man, hat eine gewisse Übersicht. Ich könnte das auch mit Zahlen nachweisen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das fängt bei so einfachen Sachen an. Man führt eine neue Software ein und die Leute können nicht vernünftig damit umgehen. Das kostet richtig, richtig viel Geld. Nicht zu lernen ist teuer und kostet Geld. Sorry, aber das ist ein super wichtiger Punkt und da ist, fällt mir nämlich auch noch was ein, was wir in der Diskussion zwar hatten in dem Team, aber noch nicht da aufgeschrieben haben. Das ist nämlich der Punkt, dass wir, wenn wir das Modell dokumentieren, eigentlich das Narrativ platzieren wollen, dass Organisationen immer lernende Organisationen sind. Es gibt den Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Und wir hatten gesagt, so wie ein Mensch nicht nicht lernen kann, kann eine Organisation nicht nicht lernen. Die Frage ist, wie gut lernt sie? Wie schnell lernt sie? Reicht es, um im Wettbewerb zu bestehen? Ne? Jeder lernt den ganzen Tag und jede Organisation lernt den ganzen Tag. Ne? Und das so ein bisschen zu platzieren, dass eine lernende Organisation heißt nicht, dass ich eine Abteilung lernende Organisation gründe oder ein Projekt starte. So, ich tue es eh und ich muss darüber sprechen. Fühlt sich das gut an für uns? Sind wir kompetent genug? Sind wir schneller als die Wettbewerber? Verlieren wir Kunden? Führen wir das Tool schnell genug ein, dass wir mal so ein bisschen rauskommen aus, wann platzt eigentlich der Knoten, dass alle irgendwie lernende Organisationen einführen wollen. Sie sind es eh schon. Ja, du müsst, wenn sie dich hören sollen, musst du. Ach, die Frage, wird das, was eh existiert als Prozess, die lernende Organisation, wird es thematisiert? Oder wuchert es irgendwie vor sich hin, ohne dass sich irgendjemand Gedanken über die Folgen der Lernprozesse macht? Ja. Weil Lernprozesse können durchaus negativ sein und können auch blockieren. Ja, und da sind wir bei Frank und den Reifegradmodellen. Ne? Es gibt ja bei Prozessmanagement Business Excellence gibt es die unterste Ebene und die heißt, es läuft einfach irgendwie ad hoc. Und dann ist es mal definiert und es läuft in einem Bereich so, wie es definiert ist, aber nicht in allen. Und dann läuft es in allen so und dann verbessert sich selber. Also da wären wir genau bei so bewährten Ansätzen, ne, die ja vielfach auch verwendet werden. Martina, klingt sich nochmal ein? Ja, als Ergänzung nochmal, genau. Also Partner im Business und wirklich andocken an Unternehmensziele, das sehen wir immer wieder. Also PE war, glaube ich, oft so auf seiner eigenen Welle unterwegs und hat natürlich immer das Wohl und die Ziele des Unternehmens im Blick gehabt. Aber wir merken das bei uns, wir müssen da viel strategischer rangehen. Wir müssen eine ganz andere Sprache sprechen, um ehrlich zu sein, um da Akzeptanz zu bekommen und da mitreden zu können. Wie hast du es gesagt, Partner im Business und nicht? Andocken an die Unternehmensziele und an die Strategie, das ist total wichtig. Wir müssen die kennen und wir müssen da sofort andocken. Ja, Frank, einfach reden. Ich habe noch einen anderen Punkt. Der darf nicht länger als eine Minute dauern. Okay, im Moment haben wir innerhalb der Organisation geschaut. Es findet aber ein Leben außerhalb der Organisation statt. Unsere Kinder gehen Schulen, die grottenschlecht sind, wo die trainiert werden auf ein Rollenbild, was nicht dem entspricht, was wir brauchen zukünftig. Und sollte sich das CLC, die Community, auch ein bisschen darum kümmern, wie können wir Einfluss auf unsere Bildung im Schulsystem nehmen? Fragezeichen. Großes Fass, ja. Ich schreibe es mal da oben hin, wo auch diese Zielgruppen und wer könnten Partner und so weiter sein. Ne? Ich glaube, bei uns sind wir dadurch, dass wir ein Corporate vorne dran stehen haben, werden wir uns wahrscheinlich nicht um Schulen und Grundschulen und Bildungssystem auch kümmern. Aber es ist natürlich in der gesamten Kette ein wichtiger Aspekt.
Ja, also mal hingucken, ja, aber ansonsten, ich glaube, die Aufgabe, die wir uns im Moment wieder neu vornehmen, die ist so riesig, dass wir uns nicht auch noch eine ganz andere Branche ansehen sollten. Also ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns auf unsere Kernkompetenz Corporate Learning konzentrieren. Ja. Und alles andere, ja, gut mal hingucken und Netzwerke bilden, aber uns nicht vornehmen, das Schulsystem zu verändern. Das schaffen wir nicht. Das ist nicht unser Job. Also ich glaube, der Marcel hat das Richtige in den Chat geschrieben. Ich würde sagen, es braucht einen Folge-Hackathon. So ein bisschen so eine Timeline gibt es auch. Also wir haben, der Karl-Heinz hat schon eingereicht, bei der LernOS-Convention Anfang Juli wird es eine Session auch geben zur Vision, wo wir das thematisieren, beim Camp im Herbst dann. Und ich finde die Idee ganz gut, so eine Art MOOC-Hackathon vielleicht fürs nächste Jahr können wir mal diskutieren, um das auch wieder groß zu tragen. Und die Silvia will die finalen Worte sagen, bevor der Karl-Heinz darauf hinweist, dass jetzt wir die Pause nehmen müssen. Okay, also ein Satz nur. Ich würde vorschlagen, dass wir bezüglich Schule und Studium und Ausbildung die Gruppen mal kontaktieren und uns mit denen vernetzen, wenn nicht schon geschehen, sodass wir nicht immer alles selber machen müssen, sondern eben die Netzstruktur nutzen und das Kollaborative nutzen, von dem wir immer so reden. Ja. Also wir müssen nicht immer alles selber uns auf unseren Hut schreiben. Also das war auch die Idee, wenn wir jetzt mal eine einigermaßen stabile Version 0.9 haben, dass man mal so eine Art Stakeholder-Liste runterschreibt und die priorisiert. Ne? Und dann, ich meine, wir können als Organisation auch nicht zu 100 Organisationen Kontakt halten, aber mal sagt vielleicht, was sind die Top 10? So, Karl-Heinz, deine Timekeeper-Rolle? Ja, die hast du ja schon übernommen. Danke. Danke fürs Mitmachen und danke für die gute Zusammenarbeit zwischen zwei Standorten in einer Session. Das war ja wie eine Session hier. Wunderbar. Danke fürs Mitmachen. So, na denn. Schöne Pause. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.